Das ist hier der Trüffel. Der sieht unfassbar saftig aus. So Leute, da ist das Ding von Papa Platte. Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Freunde, ihr seht, wir sind an einer ganz besonderen Location. Und zwar Leute, gibt es heute ein YouTuber-Special. Wir testen heute die Lieblingsspots von YouTubern. Freunde, der erste Spot ist auf jeden Fall Elias97. Ihr solltet es auf jeden Fall kennen. Wenn ihr in Berlin seid, geht zu Rüyan, Hauptstraße 133 in Schöneberg. Sydney ist eigentlich auch heute am Start, sollte der sein, ist aber nicht. Deswegen haben wir uns einen anderen Kollegen reingeholt. Wer ist da, Junge? Leute, wer kennt ihn noch? Lil Lightskin, der Ehrenbruder. Wir haben heute eine kleine Tour am Start. Er ist auf jeden Fall die ganze Zeit mit am Start. Oder bist du gespannt? Hast du hungry? Ich bin nicht hungrig, aber ich hab Bock. Er sieht übrigens aus wie ein Kamel, gerade eben erst aufgestanden. Ist nur 14 Uhr, aber korrekt. Starten direkt rein. Erstes Ding, Elias97. Let's. Da ist das Ding. Okay Leute, hier ist das Ding. Der Elias97 Burger. Burger sag ich und Döner natürlich. Was sagst du? Erster Eindruck? Okay, gönnen wir uns den ersten Biss. Ja, bitte, saftiger. Was direkt durchkommt, ist absolut der Käse. Richtig geil, ich bin absoluter Schafskäse-Fan. Was man direkt sieht, Karotten drin, Kartoffel drin. Die Spalten sind wunderbar. Die Zitrone ist auch richtig stark. Boah, der ist wirklich gut. Hello there. Entschuldigung. Beschreib mal ein bisschen den Geschmack. Ich kann nicht beschreiben. Fleisch ist halt sehr typisch, finde ich. Schicken Geschmack mit dem frittierten Gemüse, sehr, sehr geil abgerundet. Also ich bin immer fasziniert von der Zitrone. Willst du nochmal testen, Angie? Ich kenne den schon. Ja, von vor 6 Jahren. Sie kennt den von vor 6 Jahren. Ich habe den vor 6 Jahren schon mal gegessen. Genau hier, da hinten in dieser Kabine drin. Geil. Für mich ist der eine 8,5 von 10, aber nur mit dem Fakt, dass ich in Istanbul schon mal Döner gegessen habe. Bei mir ist der 10 von 10. Weil jeder Bissen ist so anders. Weißt du, wie ich meine? In jedem Bissen ist was drin, was es diesen Bissen so geil macht. Bissen. Okay Leute, kleine Werbeunterbrechung. Leute, ich sag euch ehrlich, es gab eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir echt nicht gut. Das war vor allem die Zeit nach meiner Schule. War so ein Ding, wo ich nicht wusste, in welche Richtung ich gehen will. Ich lange rumgeschweckt bin, verrückte Sachen ausprobiert habe, aber nie auf meinen richtigen Weg gekommen bin. Ich habe dann ein Buch gefunden, Leute, was mir wirklich diese Antworten beantwortet hat, die ich die ganze Zeit hatte. Das ist no joke jetzt. Und zwar war das dieses Buch, Leute, das Robbins Power Prinzip. Dieses Buch hat mein Leben komplett verändert. No joke, wirklich jetzt. Die Sache ist bloß die, ich hatte nie Bock zu lesen. Also ich bin nicht der Typ dafür. Wenn ihr genauso nicht der Typ dafür seid, dann Leute, gibt es die super App, die ich euch jetzt vorstellen möchte, und zwar Blinkist. Es ist eine App, Leute, die echt heftig ist. Es ist so eine Art Hörbuch. Also ihr könnt diese Bücher, die ich euch jetzt zeige, zum Beispiel auch dieses anhören. So sieht das Ganze von innen aus. Wie gesagt, ihr könnt hier oben einfach dann euren Titel oder Autor eingeben. Und dann findet ihr so wirklich jedes Buch, was euch interessiert. In dem Buch sind viele Passagen, die sehr breit gefächert sind. Und hier wirklich in diesem Hörbuch sind nur Sachen drin, die wichtig sind. Das heißt, Zitate oder wichtige Stellen sind hier drin nur aufgeführt. Ihr könnt sogar auf Englisch euch Sachen anhören. Aber nicht nur das Buch zum Beispiel hat mir weitergeholfen, sondern es gibt noch viele andere Kategorien, wie zum Beispiel Psychologie, Management, Leadership, alles Leute, was das Herz begehrt, sogar Liebe und Sex. Außerdem habt ihr auch noch Zugriff auf Offline-Modus, wenn ihr zum Beispiel im Zug, nachts im Bett, im Auto zum Beispiel, könnt ihr nebenbei diese Podcasts hören. Wenn ich auf jeden Fall euer Interesse wecken konnte, dann könnt ihr jetzt 7 Tage das kostenlos testen. Freunde, checkt einfach unten ab, ich habe einen 25%-Code, da könnt ihr gerne drüber informieren, wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, auch nicht schlimm. Das war's dazu, Freunde, deswegen würde ich sagen, es geht weiter. Leute, wir haben hier wieder einen Döner zu viel geschenkt bekommen. Möchtest du einen Döner? Nee. Alles gut. Also Leute, denkt an eure Mitmenschen. Weiter geht's mit dem Lieblingsspot von Marcel Scorpion, Ehrenbruder von mir. Yo, Digga, also du musst unbedingt mal KWA, das heißt irgendwie Kebab with Attitude, ausprobieren. Das, da weiß ich zum Beispiel auch, dass da Papa Platte sehr gerne ist. Eigentlich wollte er dabei sein, aber ich glaube, momentan ist er beschäftigt, der alte Darts-Profi. Deswegen würde ich sagen, wir sind an seinem Lieblingsspot, und zwar nennt sich das Ganze Kebab with Attitude. Hier, da steht's nochmal mit...
Danke, Bruder. Okay, ich würde sagen, wir gehen da jetzt mal rein. Ich habe schon gesehen, da gibt es Rind und Chicken. Also man kann zwischen zwei Sachen wählen und sieht sehr, sehr gut aus, der Dönerspieß. Gerade ein ultraheftiger Zufall, Freunde. Wir laufen gerade entspannt entlang. Auf einmal kommt mir so ein Gesicht ziemlich bekannt vor. War das einfach von den Jindawis, die Luisa? Ich habe sie gefragt, ob wir vielleicht zusammen ihr Videokurs, dass wir euren Lieblingsdöner noch testen. Sie meinte, sie macht ohne ihren Nada nichts. Mega süß, aber auch ein bisschen schade. Aber egal, Freunde, deswegen checken wir danach noch den Lieblingsdöner von den Jindawis ab. Sie hat mir nämlich einen Tipp gegeben, und zwar Hakiki. Jetzt geht's erstmal hier mit weiter, Leute. Deswegen würde ich sagen, wir gehen rein in den Laden. Let's go! Leute, hier kann man wirklich die Entwicklung vom Döner sehen. Das heißt, man hat hier anfangs den ganz normalen OG-Döner, wie er in Istanbul produziert wurde. Und durch dieses ganze Menü zieht sich quasi durch von OG-Döner bis zum heutigen Fancy-Döner, man alles bestellen kann. Essen ist da, das ist hier der Trüffel. Echter schwarzer Trüffelbrot hier rüber gerubbt. Hier haben wir den OG, richtig Iskender-mäßig. Monster-mäßig. Fancy shit. Der sieht unfassbar saftig aus. Ich beiß jetzt einfach mal rein. Oh mein Gott. Guck mal, Bruder, wie der Saft hier durch das Brot durchkommt. Ohne dass das Brot bricht. Boah, Bruder, das ist schon echt, das ist der Shit. Ich habe noch nie so ein Ding gegessen. Hier sind so viele ganz cleane Geschmäcker drin. Der meinte, alles ist hier wirklich self-made. Ganz tolles Rindfleisch übereinander geschichtet. Man sieht das richtig. Schichtfleisch, das ist monstermäßig. Bruder, das ist geisteskrank. Das ist einfach qualitativ das Beste, was ich jemals hier gegessen habe in Berlin. Weil jedes einzelne Zutat, Digga, ist auf einem hohen Niveau. Das ist unfassbar. Leute, die haben sogar Granatapfelsplitter hier drauf gemacht. Ich habe dich noch nie so begeistert bei Essen gesehen. Ne? Also sieht stark aus, aber... Das ist wunderbar. Hier ist sogar Spargel drin, das habe ich ganz vergessen. Die meisten werden sagen, okay, das ist für mich kein Döner. Weil Leute, so sieht der OG-Döner aus. Mit saurer Gurke, Peperoni, Iskender und diesem weißen Zeug. Ich wusste nicht, dass es sowas hier in Berlin gibt, aber für mich ist das der 10. Marcel Babatil. Marcel. Way. You are the man. You're the man. Wir fangen jetzt nur noch Marcel, wo es um Essen geht. Weiter geht's mit dem berühmt-berüchtigten Shirin-Teo-Döner in Superhahn-Kernstraße, Leute. Hat man schon öfters gesehen, aber ich habe ihn noch nicht probiert. Deswegen müssen wir den heute testen. Erster Eindruck muss ich schon mal sagen, dieser Dönerspieß sieht maschallah aus. Guck mal, was für geile Röstaromen der bis jetzt gesammelt hat. Das finde ich ja immer super. Und Freunde, was ich direkt gesehen habe, die Teile schmecken echt so geil. Das sind meine Lieblings-Pepperonis. Wir sind jetzt beim besten Döner auf der ganzen Welt. Wir sind hier in der Kernstraße bei Superhahn. Darf ich einen Döner bei dir bestellen? Ja, bestellen? Ja, machen so wie Shirin David. Sie auch, gleiche Shirin David. Was ist da? Ja, guckst du mal. Er meint mich, du... Ach so, Frau. Sie? Ja. Sie sieht gut aus, oder was? Du, wie hübsch ist Shirin David? Ja, meine Frau. Ja? Ja. Super. Nächstes Ding, Shirins Döner. Und guck mal, was wir noch dazu haben, Leute. Die Dinger, ich weiß nicht warum, aber das sind so geile Teile. Hier ist es wie so ein Kartoffelchip. Das schmeckt aber schon mal mies. Also Brot ist auf jeden Fall anders als das andere. Hier ist wieder dieses Thymian-Gewürz drin im Fleisch. Boah, Maschallah. Ich finde das Fleisch besser, ja. Aber ich fand die Soße bei Rühren fand ich zum Beispiel nicer. Ich finde den richtig gut. Fleisch ist, hat sowieso eine kleine Schicht drüber. So ein leichter Fettfilm. So ein, ja genau, so eine Art bisschen Fett. Würze. Nein, sehr krass. Vor allem, die Teile sind absoluter Gamechanger. Ich weiß nicht, warum nicht jeder Dönerladen die im Sortiment hat, weil die haben so eine perfekte, geile Schärfe. Das Fleisch ist sehr geil. Ich habe noch einen Tipp bekommen, und zwar hat doch Papa Platte auch schon mal hier im Adlon den teuersten Döner Deutschlands gegessen, Freunde. Und zwar kostet er 19 Euro. Ich habe den schon mal getestet, aber der gute Bruder Lil Light geht noch nicht. Ich bin noch nicht in der Oberschicht angekommen. Alter, dieses Fleisch hier. Okay, let's go. Okay. Wow. So Leute, da ist das Ding von Papa Platte hier direkt am Adlon vom Brandenburger Tor. Ey, das riecht wirklich krass, ne? Das Fleisch. Das ist geisteskrank, Digga. Dieses Fleisch schmeckt einfach nach Qualität.
Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, das ist der beste Döner. Irgendwo besonders mal was essen gehen will. Wirklich sehr stark. Fleisch top. Wirklich top, 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 top. Dafür würde ich den Schuh eine schöne 8 geben. So. Ja, Leute, wir sind hier jetzt bei meinem Lieblingsfoodspot in Berlin. Chicken Bus, man. Look, look, look. Das ist der Shit. Sieht schon mega fresh aus. Hier gibt es so hier Chicken 12, Chicken Wings, Popcorn Chicken. Die Pommes sind auch sehr stark. Wir haben auch so eine sehr krasse hausgemachte Pfirsich-Eistees. Das ist dein Lieblingsessen, sagst du? Ja, ja, aber es ist auf jeden Fall die kleinste Portion, die es hier gibt. Kleine Portion für den kleinen Mann. Ja, bei der kleinen Option gibt es eigentlich auch immer nur einmal Erdnusssoße. Date Me, die ist so low-key spicy, aber süß. Geheimtipp, der ist nicht auf der Karte, Chili-Mayonnaise. Chili, ich liebe das ist die. Gut. Ich liebe die. Die ist nice. Chili-Mayonnaise. Der blanke Wahnsinn. Mm. Oh. Hausgemacht. Das ist Wahnsinn, Digga. Ist hausgemacht. Okay, der ist wirklich. Popcorn Chicken immer beste, Digga. Komplett zart. Zu lecker. Junge, das ist nicht lustig. Oder was hast du gemacht? Ich habe gerade die letzten Tauben so rausschlüpfen wollen. Und ich habe dann einen Eiswürfel eingezogen. Und der ist jetzt in meiner Luftröhre und der schmilzt so lange und ich merke das. Okay, Leute, letzte Station. Wir sind endlich da angekommen, Leute, wo die Jindawis ihren Lieblingsdöner haben. War, Leute, ist das Sakiki? Wie gesagt, wir haben gerade eben schon Luisa Jindawi gerade beim Shoppen gesehen. Die wollte leider nicht mit dem Video sein, aber sie hat mir den Tipp gegeben. Guck dir das Video an. Wir haben uns dazu geäußert. Hakiki ist unser Lieblingsdöner. Los geht's. Okay, Leute, es müsste mittlerweile der wievielte sein? Fünfte? Bei mir ist echt tot, tot, tot. Extrem riesiger Döner, sehr viel bunte Sachen drauf. Rotkohl sieht auch sehr, sehr fancy aus. Soße ist auch wieder auf Mayonnaise-Basis. Soßen sind nice. Sehr viele frische Zutaten. Hat hier Petersilie, Zwiebeln, sogar ein bisschen Mais ist drauf. Ist halt ziemlich typisch, Berlin-typisch. Geht voll klar, gibt aber meiner Meinung nach bessere. Aber keine Frage, sehr frisch. Im Großen und Ganzen geile Kombo, aber mehr so ein normaler Döner für zwischendurch. Einfach ein solider Alltagsdöner. Damit würde ich sagen, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir haben viele Sachen heute abgecheckt. Deswegen würde ich sagen, das waren die Jindawis gewesen. Mein Favorit war ganz klar Marcel Scorpion. Julian war für mich eigentlich heute der Beste. So. Lasst gerne ein Like bei mir da, bei ihm auf seinem Instagram. Deswegen würde ich sagen, das war's mit dem Video. Vergesst nicht, du fühlst dich richtig cool mit deinen Deichmann 10 Euro Schuhen.